Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte, vielen Dank für die Einladung und erstmal guten Morgen und herzlich willkommen von der IHK Berlin. Freuen uns sehr, hier heute Gastgeber für den 11. WUD, habe ich jetzt gelernt, nicht World of Usability Day zu sein. Mein Name ist Florian Koch, ich bin Branchenkoordinator Digitale Wirtschaft und damit natürlich besonders verbunden mit dem Thema. Und ja, vor eineinhalb Jahren haben wir das erste Mal darüber gesprochen, dass wir es doch mal hier machen können. Heute ist es soweit und das freut mich natürlich sehr. Und angesichts der eben erwähnten Teilnehmerzahlen oder wachsenden Teilnehmerzahlen des World Usability Days kann man einfach nur sagen, erstmal klasse Arbeit der Organisatoren, die das tatsächlich eben ehrenamtlich und mit persönlichem Engagement machen. Es zeigt aber auch, dass das Thema Usability auch gerade in Zeiten der oder im digitalen Wandel, also in Zeiten der Digitalisierung, eine immer größere Bedeutung eben auch für alle Branchen hat. Wir haben einfach als Usability, als Scharnier oder als Schnittstelle zwischen Kunde und Anwender, ist es tatsächlich ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. Und das wurde ja auch schon angedeutet, das darf man nicht vergessen. Also wir machen nichts, was einfach nur Spaß macht und schön aussieht, sondern es ist tatsächlich ein wirtschaftlicher Faktor, der dahinter steckt. Wir haben vor einigen Tagen eine Studie veröffentlicht zum Thema oder untersucht, wie weit die Berliner Wirtschaft sich digitalisiert hat. Haben das auch vor, in jedem Jahr jetzt zu machen, so ein bisschen als Benchmark zu gucken, wie weit sind wir eigentlich in Berlin. Sehr viele Unternehmen nutzen digitale Kanäle bereits für ihre Kundenkommunikation und das Schöne allerdings war oder das Schöne an den Ergebnissen war, die meisten sagen, dass sie davon ausgehen, dass es in Zukunft noch viel stärker sein wird. Das heißt, Vertrieb und Produkte und Services werden über digitale Kanäle zum Kunden gebracht. Das wiederum dürfte Sie sicherlich auch freuen, denn es ist eine, sag mal, so gute Aussicht für das Thema generell, auch aus wirtschaftlicher Sicht. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen heute eine spannende Konferenz, eine Menge Wissenstransfer und natürlich spannende und interessante Gespräche. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Bill Gates, der vor einigen Tagen 60 Jahre alt geworden ist. Wenn du es nicht gut machen kannst, dann lass es zumindest gut aussehen. Vielen Dank.